Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen Tag. Ich bin nämlich getaggt worden von der lieben Sarah von Dunkelgefunkel und auch von Ilke, Buchgeschichten heißt ihr Kanal, zu diesem Tag, The Answer Can't Be Books. Also alles, was sich in meinem Leben noch so abspielt, ohne das Thema Bücher. Das ist jetzt Thema dieses Videos. Ich hoffe, ihr freut euch und wir starten direkt mal mit der allerersten Frage. Was ist etwas, wovon du zu viel besitzt, abgesehen von Büchern? Ich habe natürlich, wie ihr mich kennt, sehr viele Duftkerzen, mit Sicherheit mehr als der Durchschnittsverbraucher und ich habe sehr viel Duftwachs. Allerdings verbrauche ich auch immer sehr, sehr viel. Von daher hält sich das schon irgendwo die Waage, aber es ist definitiv immer noch etwas, was eigentlich zu viel ist. Wobei ich bei den Kerzen schon ordentlich reduziert habe, denn ich nehme meine Kerzen jetzt eigentlich gerne mit zur Arbeit, um sie auch in der Praxis aufzustellen. Und dann hat nicht nur mein Näschen was davon, sondern auch meine Arbeitskolleginnen und unsere Patienten. Da kann man dann schon mal die ein oder andere Kerze schnell aufbrauchen. Aber definitiv würde ich sagen Duftkerzen und Duftwachs. Allerdings gibt es auch noch was, wovon ich zu viel besitze. Ich bin nämlich jemand, der Strickjacken, Cardigans, kuschelige Jacken total gerne im Alltag trägt. Ich habe ganz, ganz oft einfach ein T-Shirt an, eine kuschelige Strickjacke drüber und dazu meine Jeans. Das ist so mein To-Go-Look und ich habe wahrscheinlich 25 verschiedene Strickjacken in meinem Schrank. Ansonsten habe ich wirklich sehr, sehr wenig Anziehsachen. Ich bin da total reduziert, habe nur meine Standards und meine Dinge, die ich im Alltag einfach gerne trage und viel trage und habe einen winzig kleinen Kleiderschrank. Aber Strickjacken, da besitze ich dann doch, glaube ich, mehr als das so der Durchschnitt tut. Und zwar verschiedene Farben, verschiedene Dicken, kurze Arme, lange Arme, dicke Jacken, dünne Jacken, da bin ich einfach super ausgestattet. Also man nennt mich auch immer liebevoll die Queen of the Strickjacke. Frage 2. Was ist etwas, das du zum Spaß tust, das nicht Buchlesen ist? Also ich bin in meinem Alltag ja ziemlich eingebunden. Was meine Hobbys so angeht, habe ich nicht so sonderlich viel Zeit. Von daher nimmt diese Zeit schon auch viel das Lesen ein. Ich schaue natürlich total gerne Serien, das mache ich halt auch gerne mit meinem Mann gemeinsam. Das ist eins der Hobbys, die wir uns auch teilen. Ansonsten macht er dann ganz, ganz viel Musik und ich lese. Aber ich bin auch total gerne im Garten, wobei ich überhaupt keinen grünen Daumen habe. Unser Garten ist sehr pflegeleicht gestaltet, aber ich bin echt gerne draußen. Und gehe auch gerne spazieren, genieße einfach die Wälder und die Wiesen in der Gegend, in der ich hier lebe. Wir wohnen direkt neben einem Naturschutzgebiet. Da kann man wunderbar laufen, wandern gehen. Ich gehe auch da mal joggen. Aber das ist halt einfach so, um den Kopf frei zu bekommen im stressigen Alltag. Wenn ich Hörbücher höre, dann mache ich manchmal auch ein paar Diamond Paintings dabei. Das sind aber dann immer so Projekte, die sich wirklich über Monate bei mir ziehen. Das ist jetzt nichts, was ich jeden Tag und immer tue, aber wenn ich ein spannendes Hörbuch habe, vor allem in der dunklen Jahreszeit, wo man nicht so lange am Tag auch draußen unterwegs ist, sondern einfach viel mehr zu Hause ist, da mache ich auch ganz gerne mal ein Diamond Painting. Frage 3. Was ist etwas Besonderes oder Wichtiges auf deinem Nachttisch, das kein Buch ist? Ja, ich habe so ein Holzkästchen auf dem Nachttisch stehen, damit ich beim Staubputzen einfach nur mit einem Griff alles hochnehmen kann und dann da putzen kann. Und in diesem Holzkästchen ist natürlich so das übliche Taschentücher und so weiter drin, was man halt einfach so am Nachttisch hat. Unter anderem auch eine Handcreme, da habe ich im Moment von Sensi die Luna Handcreme drin, die ich total toll finde. Ich liebe diesen Duft. Luna ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte von Sensi. Aber ich mag auch, dass die super schnell einzieht und trotzdem pflegt. Also ich finde die sehr, sehr gut. Dann habe ich meinen liebsten Lippenbalsam auf dem Nachtschränkchen stehen. Und zwar ist das der Rêve de Miel von NYX. So sieht das aus. Den gibt es auch mit weißem Deckelchen. Und das ist einfach... Und das ist einfach so ein, eine Lippenbutter, kann man sagen. Und das hält ewig und das macht vor allem total weiche Lippen. Ich benutze den schon seit Jahren. Ich glaube, das ist schon
ach, ich weiß nicht, wievielte Portion, die ich hier gekauft habe. Ich lasse mir den auch gerne schon mal schenken, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder so, weil der nicht ganz so günstig ist. Aber das ist für mich der absolut beste Lippenbalsam. Und ich habe immer einen Friction-Stift auf meinem Nachtschränkchen liegen. Diesmal hier in diesem Pastell-Lila. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind diese Marker, die wieder wegradierbar sind mit diesem Ende des Stiftes. Und damit markiere ich total gerne für Leserunden oder einfach, weil ich da hinterher nochmal mir die Sätze durchlesen möchte in den Büchern, die schönen Stellen. Ja, darum liegt eigentlich immer ein Pastell-Friction-Stift auch auf meinem Nachtschränkchen. Aber das hat ja schon wieder was mit Büchern zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen darf. Die vierte Frage: Was kaufst du in einer Buchhandlung außer Büchern? Und ich bin überhaupt kein Buchhandlungs-Klimbim-Shopper, gar nicht. Ich bin sowieso ein Mensch, der kaum irgendwelche Stellhändchen hat. Ich kaufe da schon mal Lesezeichen oder so Geschenke, Notizbücher. Ja, ich gucke mir die Sachen wohl ganz gerne an. Also ich bin auch jemand, der so buchige Tassen oder Täschchen oder ja, Lesezeichen und so weiter mag, aber ich kaufe die total selten für mich, wenn dann eher als Geschenk, wenn ich ein Buch kaufe, dass ich das so als Gimmick dazu dann noch lege oder so. Aber ansonsten bin ich ja allerhöchstens mal eine Postkarte, ne? Ich bin überhaupt kein Buchhandlungsshopper außer Büchern, also die kaufe ich natürlich gerne in der Buchhandlung. Frage 5. Was ist ein lustiges Geschenk, das du erhalten hast, das kein Buch oder ein Geschenkgutschein für Bücher war? Ich erinnere mich, dass mein Mann mir mal eine Schleichlöwenfamilie geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Schleichtiere kennt. Das sind ja diese Plastiktiere, die sehr, sehr realitätsnah aussehen. Und da habe ich mal einen Löwen, eine Löwin und ein Junges geschenkt bekommen. Und habe das ausgepackt und wusste überhaupt nicht, was das soll. Und das war dann der Geschenkgutschein quasi für eine Reise. Wir sind nämlich dann nach Hamburg gefahren und haben das Musical Der König der Löwen uns angeschaut. Das war so ganz zu Beginn unserer Beziehung. Ich glaube, da waren wir noch nicht mal verheiratet, meine ich. Und das zweite Geschenk, das ist auch was sehr Besonderes, aber nichts Lustiges in dem Sinne, sondern das war was fürs Herz. Als ich mit unserem Sohn aus dem Krankenhaus entlassen worden bin nach der Geburt, da habe ich einen riesigen, riesigen Blumenstrauß hier zu Hause vorgefunden. Und zwar waren das 28 weiße Rosen und mittendrin steckte eine rote. Und das war halt das Symbol dafür, dass ich war 28, als unser Sohn geboren wurde und die weißen Rosen waren dann quasi das Dankeschön von meinem Mann für ja, die Strapazen der Schwangerschaft und der Geburt und die eine rote Rose da mittendrin, das war das Symbol für unseren Sohn. Ja, fand ich wunderbar, war ein ganz, ganz tolles Geschenk. Das habe ich fotografiert. Das waren ganz, ganz langstielige, wunderschöne Rosen und da habe ich ja wirklich ein Tränchen vor Freude vergossen. Das fand ich ganz, ganz toll. Das sind so, ja, mein Mann, der hat so ein Talent dafür, so besondere Geschenke zu machen. Und der macht sich immer sehr, sehr viele Gedanken. Und ja, das waren so zwei Beispiele von mehreren, die er in meinem Leben schon gemacht hat. Also er ist so ein ganz besonders liebevoller Schenker. Und da freue ich mich natürlich dann auch immer riesig über seine Geschenke. Ja, aber ich habe, glaube ich, sonst kein lustiges Geschenk in dem Sinne bekommen, was jetzt irgendwie zu der Frage sonst passen würde. Dann die sechste Frage. Welchen YouTube-Kanal schaust du, der nichts mit Büchern zu tun hat? Ja, ich schaue natürlich auch diverse Dufttuber, die eben ihre Neuzugänge zeigen, ihre verdüftelten Dinge zeigen. Das schaue ich natürlich auch total gerne. Nicht mehr so exzessiv, wie das mal war, weil ich einfach die Zeit gar nicht so oft habe. Aber da habe ich natürlich immer noch ganz, ganz viele in meiner Abo-Liste drin. Ich schaue auch sehr, sehr gerne die Videos von der Jonna Jinton. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie ist auch mittlerweile eine sehr bekannte YouTuberin aus Schweden, die uns immer mitnimmt in ihren schwedischen Alltag. Und sie wohnt ganz, ganz idyllisch an so einem riesengroßen See, ganz in der Einsamkeit der schwedischen Landschaft, in so einem roten Holzhaus, wie man sich das wirklich vorstellt, mit ihrem Mann und ihrem Hund.
Und die finde ich einfach ganz toll, weil die super schöne Landschaftsaufnahmen macht. Die hat wunderbare Musik dabei. Sie ist ein sehr, sehr kreativer Mensch, was Malen angeht und hat auch schon diverse Preise für ihre Videos gewonnen. Die schaue ich sehr gerne. Ich mag sie einfach als Person. Sie sieht auch aus wie so eine kleine schwedische Waldelfe. Ich finde die toll. Und solche Videos schaue ich gerne von Menschen, die ausgewandert sind, Menschen, die Abenteuer in der Natur erleben. Natürlich habe ich auch Seven vs. Wild von Fritz Meinecke geguckt. Den fand ich auch, das fand ich ein sehr, sehr spannendes Projekt, wo die Männer einfach mit sich ganz alleine und nur ganz wenig Dingen am Mann in der Wildnis ausgesetzt worden sind. Und die haben sich dann eben für 7 Tage da alleine durchgeschlagen. Sowas finde ich spannend. Das gucke ich aber vorwiegend mit meiner Familie. Also da sind mein Mann und mein Sohn die treibende Kraft. Die finde ich aber auch spannend und gucke da gerne auch zu. Und dann habe ich noch so ein kleines Guilty Pleasure. Ich schaue gar kein Trash-TV. Ich schaue sowieso so gut wie überhaupt gar kein Fernsehen. Aber ich liebe es, wenn Mirella vom Kanal Mir relativ egal die Bachelor-Serie auseinandernimmt. Ich liebe es. Ich lache mich jedes Mal schlapp, wenn diese Frau diese Trash-TV-Sendungen kommentiert. Und ich gucke den Bachelor selber nicht, aber ich gucke Mirella, wie sie diese Folgen auseinandernimmt. Und da lache ich mich einfach kaputt. Das ist für mich immer so ein Highlight in der Woche, wenn Mirella ein neues Video hochgeladen hat. Ja, das gucke ich mir auch total gerne an. Das ist ein bisschen mein Guilty Pleasure. Und das war ja auch schon der Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich auch getaggt fühlt und auch Lust hat mitzumachen. Ich tagge jetzt niemanden Spezielles, weil ich glaube, den haben schon super viele andere YouTuber auch gedreht. Und deswegen, ja, wenn ihr Lust auf das Drehen habt, dann fühlt euch herzlich eingeladen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid, mich vielleicht außerhalb von Büchern ein bisschen besser habt kennenlernen können. Und dann freue ich mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut!